Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute sind wir schon in City Car Driving 1.5.3, wie versprochen. Es gibt jetzt einen Autumn-Mod, also Herbst-Mod. Also nicht Mod, das haben sie bei der Steam-Version schon hinzugefügt. Dann gibt es jetzt auch noch einen neuen Wagen. Das ist ein Ford Focus 3, welchen ich persönlich nicht so gut finde, denn er hat irgendwie die Front eines 2016er Ford Cougar und die Rücklichter des 2012er Ford Focus. Des Weiteren haben wir das Interieur des billigsten Focus, schlechte Rückbank, kein Logo und 6 Gänge Handschaltung. Ja, wenn sich jetzt einer von euch fragt, ja, warum ist denn das so schlecht? Ja, der Wagen hat nur 5 Gänge. Warum haben die dann 6 eingezeichnet? Also da, So, wartet kurz. So. Jetzt soll es funktionieren. Ja. Ach, Rückwärtsgang noch einlegen. Ah, danke fürs Nichtschrauben. Ja, er quietscht auch gleich ein bisschen. Aber der Rest ist ziemlich gut. So, ich stell kurz. Also man sieht die Grafik, es leckt jetzt nicht so sehr. Es werden mir zwar nur 30 FPS, 26 FPS angezeigt. Allerdings leckt es eigentlich auf meinem Computer gar nicht. Ich finde es trotz allem nicht schlecht. Ich finde einfach, ich sollte den Schatten nachher vielleicht ein bisschen anders einstellen. Denn das ist doch ein bisschen zu viel. Das mache ich jetzt kurz. Jo, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist für euch. Für mich irgendwie nicht. Deshalb muss ich nochmal umstellen. So, ich schalte jetzt wieder ein, weil ich habe das gerade ausgeschaltet gehabt. Und es war genauso scheiße. Also, ne? Ist eigentlich schon relativ egal, wie ich es einstelle. Ich finde den Focus aber jetzt nicht allzu gut, denn die Scheibenwischer sind irgendwie kacke. Und der Tacho erst, also der geht da auf den roten Bereich rein, als würde der nicht existieren. Und ich habe das Spiel ja schon das zweite Mal jetzt installiert, denn als ich es vorhin installiert hatte, war hier anstatt der Autobahn ein Grashügel. Ja, und da muss... Och, meine Fresse, da ist wahrscheinlich dann was schief gegangen beim Kopieren einer Dateien. Ich habe ja auch vergessen, Engine und Transmission Files ins neue Spiel zu bringen, aber naja. So, und warum hat mich der Vollidiot jetzt mal gerammt? Das wäre jetzt nett zu wissen. Das möchte ich noch gerne wissen. Aha. Schneider. YouTube. Hat gerade mitgeschrieben, so, ich fahre jetzt mal schon weg, Vollgas. Und das ist jetzt das Problem, das ist Vollgas und eigentlich könnte ich da jetzt auch so machen, dass maximale Umdrehungen bei 1500 sind oder so. Ich habe es nämlich vorhin so eingeschaltet gehabt, 5100 und da war die Höchstgeschwindigkeit 148 und sind wir eben alle fast tot umgefallen. Da musste man so lachen, weil ich weiß nicht, wirklich bis jetzt 148 gefahren und es ist gegangen. Das war einfach wow. Ich glaube, ich musste aber nachher trotz allem noch das Ganze verbessern. Denn wenn ich jetzt noch einen sechsten Gang hinzufügen würde, aber die Umdrehungen auf 570 oder so geben würde, 5700 anstatt 6800, dann wäre ich irgendwie auch bei Geschwindigkeit 180 und ja, ich weiß ja nicht, das ist ja, das kommt mir Spanisch vor oder doch Französisch. Spaß beiseite jetzt. Ne,
Oder? Ich glaube, ich spinne. Der hat da umgedreht. Der Vectra dreht einfach mal mitten auf der Autobahn. Meine Fresse, ey. Also das wird man in Deutschland nie machen, warum auch immer der deutsche Kennzeichen hat. Ich kann es nicht mal schreiben. Yay! Meines ist ein bisschen Nummernschilder. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ups, der Wagen ist schon zerbeult. Ich weiß nicht, wie ich die Nummernschilder derzeit ändern könnte. Bin auch noch am Tüfteln. Wäre toll, wenn das auch irgendwie leicht gehen würde. Aber die haben ja den Home-Ordner zum CCD-Ordner gemacht. Also es ist wieder alles komplett anders für mich. Meine Fresse. Und ja. Mensch, so schöne Hube. Ja, du wirst mich eh wohl mal verarschen, oder? Vollidiot. Das Auto hat einfach keine Kraft in so. Ja, da, 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 da. Und die deutschen Nummernschilder haben sie auch scheiße gemacht. Die haben so einen schönen Hintergrund, aber. Oha! Osnabrück könnte man sich dann vorstellen. Allerdings nirgends gibt es so. Dumm. Tatsächlich dumm. Ja. Christmas, it's true. Ich weiß es gerade echt nicht. Hab nämlich bei den Nvidia-Grafikeinstellungen irgendwas rumgeschraubt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe deshalb so wenig FPS. Ich habe nämlich alles voll hochgedreht. Ja, ich glaube nicht, dass ich das hätte tun sollen. Und ja, so, jetzt meine Füße. Ja, danke. Ja, jetzt hat er aber schon, also jetzt zieht er an. Wo im roten Bereich zieht er dann tatsächlich weg. Also, das muss ich jetzt sagen, haben sie irgendwie schlecht gemacht, weil normalerweise ist der rote Bereich wirklich der Beschleunigungsbereich. Ah, toll! Niemand auf dieser Welt wird extra warten, bis er auch im roten Bereich fährt, damit er dann tatsächlich mal beschleunigen kann. Das ist echt dumm. Genauso hätten sie einen. Ich meine, Ford Focus, warum genau den Focus? Sie hätten doch vielleicht einen Volkswagen Golf machen können, oder? Ein Opel Mokka oder der Bug ist noch immer nicht behoben. Oder weiß doch der Kuckuck was? Nö, ne? Ach komm, Driften ging doch immer so leicht mit dem Ford heute. Ja, ich hab ja schon. Ja, und jetzt bin ich gerade im Forum und frage nach meinen Engine- und Transmission-Dateien. Nur irgendwie wollen sie mir die nicht geben. Aber die müssen ja nicht meine sein. Hauptsache irgendwelche, wo nicht viele Mods drinnen sind. Wenn ich ein paar mehr habe, aber da befürchten sie, dass ich dann ein paar Sachen bekommen würde von einem Paid-Mod. Naja, wenn das tatsächlich ihre Gedanken, ihre Sorgen sind. Jo Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr wollt im Herbst, Winter oder Sommer, schreibt es in die Kommentare. Und liken nicht vergessen. Abo da lassen, liken und Outro vielleicht noch ansehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.